Fähigkeiten. Also Digital Literacy bedeutet für mich die Fähigkeit, Sachverhalte, die irgendwie digital sind, mit Computertechnologien zu tun haben, zu verstehen erstens, zweitens zu bewerten und einzuordnen und drittens auch kreativ mitgestalten zu können. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für Gaming. Also auch da ist es wichtig, dass wir uns einmischen und dass wir verstehen, was da vor sich geht. Es ist überhaupt nicht notwendig, coden zu können, um zu spielen, aber es ist notwendig, um zu verstehen, was da vor sich geht. Und ich kann das nur befürworten, wenn mehr Menschen sich damit auseinandersetzen und diese im Moment in meinen Augen viel zu monotone Landschaft auch beeinflussen und bereichern mit mehr Diversität. Sei es, indem mehr Frauen mitmachen, indem einfach andere Leute aus anderen Kontexten mitmachen. Und da haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns. Ich sehe halt alles, was ich mache, sehe ich irgendwie als eine vermittelnde Leistung. Ne? Und ich finde es immer enorm wichtig, sowas wie einen Resonanzraum zu haben im Publikum oder auch mit anderen Leuten, um zu verstehen, okay, was beschäftigt die Leute. Und insofern ist es für mich einfach immer toll, danach auch Fragen zu hören von Leuten, die halt dann halt irgendwie so sagen, hey, ich habe immer noch nicht verstanden, was Digital Literacy bedeutet. Es ist total wichtig, dass das jemand fragt, damit man noch merkt, ja, stimmt, wir schwurbeln hier ganz schön vor uns hin. Und das auch mal so für sich selber auch ganz, ganz klar sagt, was das eigentlich bedeutet. Und insofern finde ich es eigentlich immer inspirierend, in Austausch zu kommen mit anderen Leuten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und auch mit Leuten, die sich bisher noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ja. Ich verfolge jetzt seit einer Weile diesen Programmierlerndiskurs, der ziemlich dominant wird und auf den sich jetzt gerade ziemlich viele Institutionen, Parteien, Gruppen stürzen. Und ich finde, dass der im Moment eine schwierige Wendung nimmt in Richtung, hey, jeder kann programmieren lernen und dann produzieren, ihr könnt Startups gründen, das ergibt wirtschaftlich total viel Sinn, wer findet dann einen Job, ihr seid attraktiv auf dem Arbeitsmarkt, ihr könnt dann Dinge verkaufen, wir brauchen mehr Programmierer, weil dann sind die nicht mehr so teuer. Darum darf es aber nicht gehen. Also ich glaube, was wir brauchen ist, also was dabei auf der Strecke liegt, ist genau dieses, was Hacken eigentlich ist. So Dinge subversiv verwenden, Dinge hinterfragen und überhaupt erstmal verstehen, was ist das eigentlich? Also wenn ich schnell irgendwie JavaScript lerne oder Python und dann damit eine App baue, dann ist das kein, das kann ein wertvoller Beitrag für die Gesellschaft sein, aber viel wichtiger ist, dass wir uns erstmal informieren, was geht da eigentlich vor sich. Und das lässt meines Erachtens der Begriff Code Literacy irgendwie hinter sich oder eher spart das aus. Was wir eher brauchen, ist etwas wie eine allgemeine digitale Alphabetisierung und auch in der Schule, wenn das mal ein Schulfach werden sollte, dann glaube ich, ist es total wichtig, dass die Schüler und Kinder und Jugendlichen eben nicht nur Code produzieren lernen, sondern auch Code verstehen und überhaupt erstmal einordnen können, wo gibt es Software im Alltag, was hat das für eine politische Bewandtnis und vielleicht auch verstehen, was Daten eigentlich sind, was bedeutet es, wenn ich meine Daten rausgebe und so weiter. Und das sind viele, viele verschiedene Punkte, wo man vielleicht auch mal irgendwann einen neuen Begriff schon wieder braucht, aber ja, Code Literacy ist es nicht nur.